So, bin wieder im Bild. Ich grüße euch. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, hä? Schon das nächste Video? Wow, der ist schnell. Nein, ich muss es leider enttäuschen. Ich habe mir einfach nur gedacht, so als kleine wie Zwischenbilanz, ich mache ein kleines Video, damit ihr erstmal was von mir hört. Und zweitens möchte ich einfach wirklich mal Danke sagen. Einfach Danke, weil in der heutigen Zeit ist so vieles selbstverständlich und Leute, wo zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal, auf YouTube Videos machen, und die Menschen kommentieren oder geben einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Die nehmen das mittlerweile so als wie selbstverständlich. Und ich möchte einfach euch sagen, ich sehe das nicht als selbstverständlich. Ich danke euch wirklich viel, vielmals. Das letzte Video hat ja wirklich so ausgeschlagen. Also ich bin immer noch baff täglich, wenn ich reinschaue. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und vor allem, dass ihr auch dieselbe Message, also beziehungsweise die meisten dieselbe Message so vertreten, gerade zu dem Thema der Zeugen Jehovas wie ich, dass man keine Hetze betreiben sollte und dass man nicht einfach nur negativ reden sollte, weil ich muss euch ehrlich gestehen, ich habe in den letzten Tagen auch wieder viel mir natürlich auf YouTube Sachen angeschaut, weil mein Video natürlich auch jetzt, sage ich jetzt mal sozusagen in einem Raster mit den, wenn du Zeugen Jehovas eingibst bei YouTube, kommt mein Video auch. Und dort kommen auch andere Videos und mir ist einfach aufgefallen, dass viele Leute, wo Videos machen auf YouTube, sei es im deutschsprachigen Bereich, sei es im englischsprachigen Bereich, whatever, du merkst einfach, wenn du dir das mal genau anschaust, viele Leute, ich möchte die richtigen Worte finden, ich möchte nichts Falsches sagen, aber ihr kennt das vielleicht so gerade in der YouTube-Szene, sagt man ja Clickbait, also Klickgeil sozusagen, man geht hin und ja, macht immer wieder so eine, wie soll ich sagen? Ja, ich finde eigentlich wirklich kein Wort dafür, aber ihr versteht, was ich meine. Das ist einfach das, was ich nicht feiere. Ich finde das nicht cool. Nach wie vor möchte ich nochmal an alle appellieren, meine Arbeit oder ja, mein Auftrag, wie auch immer man das nennen mag, besteht nicht darin, dass ich auf YouTube gegen die Zeugen Jehovas hetze, dass ich hingehe und sage, Zeugen Jehovas sind Kacke und bei denen ist gar nichts erlaubt und dies und das und tralala, weil wie gesagt, es gibt so viele YouTube-Videos wirklich, wo ich einfach schade finde, wo den Menschen letztendlich gar nicht helfen, gar nicht so. Es gibt einen guten Spruch, du kannst viel sagen oder beziehungsweise reden, aber du sagst nichts, ja. Also du kannst wirklich die ganze Zeit rumrennen und machst 10 Kilometer, aber du läufst nur im Kreis. Das heißt, du bewegst dich gar nicht irgendwo hin, du machst keinen Fortschritt, ja. Du hast viel gemacht, du hast vielleicht mehr gemacht als alle anderen, aber letztendlich, du hast dich nicht fortbewegt. Du kannst also wirklich viel reden, aber letztendlich sagst du gar nichts. Und das sehe ich einfach so bei diesen YouTube-Videos. Viele erzählen einfach ihre Story, was ja auch okay ist und gut ist. So habe ich ja auch gemacht. Das war ein Video, 50 Minuten meinetwegen, red doch 2 Stunden und dann ist gut. Aber irgendwie, ein Video und dann merkt man, ah, okay, ja, und dann nochmal ein Video, wie man auf einmal anfängt, wirklich so explizit eigentlich nur noch negativ über die Zeugen Jehovas zu berichten. Und das gibt es auch viel, nicht nur bei den Zeugen, sondern auch mit den Muslimen und anderen Religionen, wo Aussteiger sind, Ex-Zeugen, Ex-Muslime, nur negativ reden. So, für was? Für Selbstwertgefühl? Um die Akzeptanz zu bekommen. Ja, ich bin der Verletzte, Ex-Zeuge Jehovas, dieser Stempel, der auf einem ist. Weil ihr müsst auch, das ist auch der Hammer, in den meisten, wie sagt man, Titeln ist immer irgendwas mit Zeugen Jehovas. Wer hat diesen Stempel los? Du gibst den Leuten doch eine Plattform, du machst genau das, was die Zeugen Jehovas ja wollen. Das heißt, du bist nicht drüber hinweg, dass du ausgeschlossen worden bist oder dass du nicht mehr dorthin gehst, dass du abgesondert, also weißt du, was ich meine? So, hört auf, euch diesen Stempel des Ex-Zeugen Jehovas zu geben. Nonstop. Es ist schön, wenn man sich mal seine Story kurz erzählt, damit die Leute wissen, wer da eigentlich so vor der Kamera ist. Aber die ganze Zeit, ich bin der Ex-Zeuge Jehovas und ich bin der, da bist du wie gebrandmarkt. Du bist doch mehr wert, als dass die Leute nur dich kennen als den Ex-Zeuge Jehovas. Also nein, wirklich. Und das ist einfach das, was ich definitiv nicht möchte.
Deswegen, ich habe auch auf Instagram zum Beispiel jetzt bei mir auch sämtliche Sachen rausgenommen, wo XJW steht, weil ich einfach wirklich denke, so nein, das ist nicht gut. Darum, dass das nächste Video, wo ich dann noch machen werde, was halt in der Zukunft kommt, wird auch unter anderem um das Thema gehen, labellos werden, wirklich dieses Etikett des Ex-Zeuge Jehovas. Es bringt euch nichts. Außer vielleicht ein paar Klicks für Leute, die sich auf YouTube verirrt haben und so. Aber wird das los? Weil sonst bist du immer noch, dann schaffen die Zeugen Jehovas genau das, was sie ja wollen. Du siehst dich als Ex-Zeuge Jehovas und die sollten dir egal sein. Egal. Ja? Und ja, das ist es einfach. Letztendlich möchte ich nicht groß drum herum reden. Wie gesagt, möchte mich nochmal wirklich recht herzlich bei euch bedanken. Heftig, wie gesagt, macht bitte weiter so. Danke auch wirklich für die Abos und die, die auch noch kommen werden. Ja, ich finde es wirklich mega schön. So, jetzt kriege ich auch schon auf meine Watch den aktuellen Vers des Tages. Kann ich euch auch empfehlen. Ladet euch die Bibel-App runter. Ist, glaube ich, so die größte, die es gibt. Ich möchte jetzt nicht groß Werbung machen, aber ist noch ganz schön. Dann kommt jeden Tag, kannst du dir einstellen. Bei mir ist es um 10 Uhr, der Vers des Tages. So ein bisschen als Erbauung, Ermunterung. Und so liest du ja auch ein bisschen Stück für Stück die Bibel. Genau. Und sonst als kleines Vorwort, weil viele ja auch gefragt haben, in den Kommentaren, Aaron, mach doch mal ein Thema über das Jahr 1914. Aaron, sind die Zeugen Jehovas wirklich an der Aktien, an der Börse etc. und so weiter und so fort? Also ich kann das schon mal mit Ja beantworten, damit die Antwort da ist. So, aber ich bin ja, ihr wisst, einer, der gerne Fakten bringt. Und das Ganze auch lebendig widerspiegelt und nicht langweilig, monoton. Das kommt alles noch. Das können wir alles noch machen, ja? Aufklärungsvideos, Enthüllungsvideos, so wie jetzt in dem letzten mit den vier Argumenten. Und ihr habt gesehen, und ich möchte mich wirklich nochmal recht herzlich bedanken, vor allem auch für die, die dann auch für Updates beistehen, ja? Wegen den zwei Tauffragen, dass die abgeändert worden sind und so weiter und so fort, dass letztendlich sich im Kontext nichts verändert hat, aber sie wurden abgeändert. Und das finde ich gut. Lasst uns aktuell sein und nicht mit Sachen kommen, wo vielleicht dann gar nicht so stimmen, weil es gibt nichts Peinlicheres, als eine Riesenbehauptung zu machen, wenn es gar nicht mehr stimmt. Ne? Danke euch auf jeden Fall dafür. Und eben, Aufklärungsvideos, Enthüllungsvideos, das können wir alles noch gerne machen. Aber vergisst bitte nicht den Fokus von mir vor allem, dass ich den aktiven Zeugen Jehovas da draußen und auch denjenigen, die einen Austritt geplant haben, irgendwo innerlich. Wie sagt man, die Pimo, die zu den Zusammenkünften noch gehen, aber sich langsam immer mehr abkapseln, absondern, aber es noch nicht offiziell machen, weil so viel dran hängt. Die Familie, man verliert vielleicht eben Partner, weiß doch nicht. Ja, Kinder, es hängt bei wirklich vielen, so vielen an familiären Verhältnissen dran. Für die in erster Linie will ich die Videos machen. Und da bringt es nichts, den mit Enthüllungsvideos zu kommen und zu zeigen, oh, guck mal, dies und das habe ich gemacht im letzten Video und das ist jetzt gut und das können wir dann auch wieder machen. Und das nächste Video, und damit komme ich dann jetzt langsam zum Ende, ich rede schon wieder viel zu lang, ist eine Art Toolbox, eine Art Werkzeugkiste für dich, für deinen Geist und auch für alle Leute, die mit Zeugen Jehovas zu tun haben oder mit Leuten, die den Ausstieg geplant haben oder auch schon draußen sind. Da ist es sogar noch schwieriger. Ja, es wird eine Art Toolbox, eine Werkzeugkiste mit verschiedenen Stufen und Etappen, damit ihr wisst, wo sich diese Person befindet oder wo du dich sogar aktuell befindest und wie du es schaffen kannst, da rauszukommen und beziehungsweise zu der nächsten Stufe zu kommen, damit du es schaffst, rauszukommen. Eine habe ich ja rein theoretisch schon verraten und das ist dieses mit dem, also für die, die schon draußen sind, dieses Label verlieren, dieses Etikett, was an einem ist, Ex-Zeuge Jehova. Werd das los. Du gibst denen eine Plattform und du bist gebrandmarkt. Und ich weiß, es ist nicht leicht. Darauf werde ich im nächsten Video eingehen und das wird der Hammer, weil ich kann versprechen, und das mache ich sonst eigentlich nicht so, kann versprechen, 99%, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die Zeugen Jehovas sind, waren und einen Ausstieg geplant haben. Diese drei Typen werden sich zu 99% im nächsten Video finden. Definitiv. Das haben wir alle durchgemacht und manche sind sogar noch dabei. Und da, das ist einfach das, ich möchte ja helfen. Und das ist das, wo wir einfach im nächsten Video anschauen werden. Und danach
können wir gerne dann Sachen studieren, wie sind die Zeugen, dann fangen wir wieder an zu enthüllen. Das ist kein Problem. Auch das mit der leitenden Körperschaft, mit den Ringen. Ich habe den Kommentar wirklich interessant, sehr interessant. Aber wie gesagt, ich möchte ja auch was sagen, wenn ich rede. Versteht ihr den Kontext einfach? Und nicht wirklich derjenige sein, der so, ja, du kannst dich wirklich viel bewegen und kannst deine 10 Kilometer am Tag machen, du läufst nur im Kreis, du bewegst dich nicht nach vorne, du machst keinen Fortschritt, du kommst nirgendwo hin. Ja, und das ist das, was ich mit dem nächsten Video erreichen will und werde hoffentlich. Ja, in diesem Sinne, Gott segne euch und vielen Dank fürs Zuhören. Macht weiter so. Ich danke euch wirklich, das ist ein Dankeschön-Video an euch da draußen und wir werden weitermachen und wirklich viele Leute einfach da draußen helfen. Ja? Danke euch und bis bald. Ciao.